Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Demon's Souls. Wir sind gerade in den Steinfangkatakomben bei Ed dem Schmied. Ich wollte nämlich nur mal kurz etwas zeigen, nämlich den Grund. Es ist mir tatsächlich, als ich kurz die Stats nachgeguckt habe, wieder eingefallen, warum ich diese Waffe eigentlich nie benutze. Wir wollen uns ja... Ich habe ja überlegt, ob wir aus der Seele des alten Mönchs hier den Wahnsinnsfokus, den neuen Stab hier machen, oder ob wir lieber seinen Zauber machen. Und wir werden seinen Zauber machen. Ich wollte nur mal kurz zeigen, wieso. Eigentlich spricht viel dafür, dass wir es nicht tun, denn man sieht schön, unsere Zauberhilfe steigt, damit auch unser Zauberschaden. Wir haben ein A-Scaling auf unsere Zauber und kriegen, ja gut, das E auf Stärke haben wir sogar trotzdem. Aber ich möchte mal kurz etwas verkünden. Ein goldener Stoff gewickelter Fokusgegenstand. Der aus der Seele des Dämonen alter Mönch geschmiedete Fokus treibt seinen Benutzer in den Wahnsinn. Er erhöht die Stärke der Zauber drastisch, halbiert aber die maximalen MP. Wer keine Pläne für die Zukunft hat, kann sein Vertrauen ruhigen Gewissens in die Macht des goldenen Gewandes legen. Und es ist tatsächlich so, halbe MP für deutlich mehr Schaden, ja, ist an sich schon eine ganz brauchbare Sache, aber... Halbe MP ist halt schon eine Ansage. Die mir jetzt im Moment gar nicht so... Also wir zaubern ja gar nicht so viel, muss ich sagen. Dass ich sage, wir bräuchten das und lieber das bisschen mehr Bonus-Damage. Aber ich sag mal so. Wäre der Stab mehr so wie sein Äquivalent in Dark Souls, würde ich ihn echt gerne benutzen. Denn da ist es tatsächlich so. Das Problem ist, wir könnten ja jetzt einfach sagen, wir haben hier zwei Silberfokusse. Foki? Foken? Wie auch immer. Und können einfach hin und her wechseln, wenn wir zum Beispiel gerade irgendeinen Gegner richtig mit Magie niedermachen wollen. Einfach dann den Wahnsinnsfokus benutzen und danach zum Silberfokus wechseln. Das Problem ist aber, es funktioniert ähnlich wie unsere Silberkrone oder auch ja wie der Silberfokus selbst. Wir kriegen mehr MP. Die Leiste ist aber leer. Wir müssen sie selbst erst auffüllen. Und dementsprechend ist halt auch, wenn wir zwischen Wahnsinnsfokus und Silberfokus hin und her wechseln, haben wir eigentlich immer eine nur halb gefüllte MP-Leiste, sobald wir wieder auf dem Silberfokus sind. Und das, glaube ich, das steht einfach nicht. Dafür benutzen wir die Zauber gar nicht so intensiv. Oder dann wieder zu intensiv, würde ich fast sagen, dass ich sage, das will ich in Kauf nehmen, dass ich ständig eigentlich nur am leeren Leiste auffüllen bin. Und in Dark Souls gibt es einen ähnlichen Stab. Da ist es allerdings so, dass da eben nicht die MP halbiert werden, sondern der Zauberverbrauch, der MP gibt es ja in Dark Souls nicht, aber der Verbrauch der Magie quasi verdoppelt wird. Da funktioniert das meiner Meinung nach deutlich besser, weil ich einfach sagen kann, wenn ich zum Beispiel in einem Bosskampf bin, nehme ich diesen Stab, der meinen Zauberverbrauch verdoppelt. Und wenn ich dann, oder wenn ich halt irgendeinen starken Gegner vor mir habe und wenn ich dann wieder normal unterwegs bin, nehme ich wieder meinen normalen Stab und habe wieder meinen normalen Zauberverbrauch. Das ist es mir tatsächlich in diesem Falle nicht wert, denn so, es ist schon ein ziemlicher Unterschied, wie viel stärker die Zauber werden, aber es muss nicht sein. Deshalb nehmen wir lieber den Seelensuchpfeil, weil das echt ein guter Zauber ist. Und wir werden... den auch sogleich anlegen. Oh, wir haben sogar ein freies Zaubergedächtnis. Sehr schön. Ich nehme mal den Feuerhagel raus. Dafür den Seelensuchpfeil rein. Und den kann ich auch gleich mal demonstrieren. Funktioniert im Endeffekt genauso wie das, was der Boss gemacht hat. Wir beschwören Kugeln. Im Moment nur 3. Können auch maximal 5 werden. Je höher unser Magiewert quasi ist, umso mehr Kugeln kriegen wir halt auch und umso mehr Schaden machen wir dementsprechend auch. Und ich möchte jetzt einfach nur gerade mal versuchen, niemanden mit diesen Kugeln zu berühren, weil ich glaube, sie machen so langsam mich rumschweben noch keinen Schaden. Ich will es aber nicht ausprobieren. Bei dir könnten wir es ausprobieren, weil bei dir ist es egal. Ah, okay, sie verpuffen einfach. Okay, ist natürlich nur die Frage, machen sie nur dir keinen Schaden? Hauptsache, sie schießen jetzt nicht plötzlich auf jemanden los. Aber gut, das wollte ich einfach nur an der Stelle mal kurz erklären.
wie dieser Zauber, dieser Stab hier nochmal funktioniert, weil ich es selbst tatsächlich nicht mehr genau wusste. So. Oh, oh, und ganz wichtig. Wir müssen uns unbedingt noch umbringen. Ich glaube zwar nicht, dass der nächste Boss uns töten wird, aber es muss ja nicht sein, dass wir es riskieren. Es muss einfach nicht sein. So, wir töten uns an dieser Stelle einmal schnell. Dann sollte auch unser Zauberkügelchen wieder verschwinden. So. Und dann holen wir nur noch schnell die Seelen. Leveln nochmal kurz. Ich hoffe, ja, wobei, ich glaube, die Seelen, die wir haben, die konsumierbaren, werden gar nicht reichen für ein Level-Up. Können wir es uns auch gleich sparen an dieser Stelle. So. Dann will ich lieber meinen Halbmondgras wieder haben. So. Und der nächste Boss ist genauso wie, ja, die ersten zwei, die wir jetzt schon besiegt haben, auch so ein bisschen gimmicky. Die Erzdämonen haben eigentlich alle so ein bisschen ein Gimmick, kann man sagen, wie es ja eigentlich viele Bosse in Demon's Souls haben. Immer so ein bisschen eine besondere Methode oder einfach einen besonderen Kampf. Dass man nicht einfach nur oftmals draufhaut, sondern wirklich einfach, ja, richtige Boss-Mechaniken hat, die man berücksichtigen muss und die halt drüber hinausgehen, einfach zu sagen, ich hau jetzt auf den Gegner drauf und weich seinen Angriffen aus und dann gucken wir, wer zuerst stirbt, so quasi, sondern, ja, gerade die Erzdämonen haben ja, haben jeder eigentlich so ein bisschen sein Gimmick und ich wollte noch, fällt mir ein, die Boss-Keilsteine kurz vorlesen und das werden wir an der Stelle auch mal noch kurz tun. Der Keilstein des Dämonen Drachengott. In diesem unterirdischen Schrein ist der Drachengott gefangen. Die Ahnen der Ausgräber verehrten ihn und haben den Schrein instand gehalten. Das muss aber schon eine Weile her sein, weil so instand war der nicht mehr, würde ich sagen. Und der alte Mönch. Als seine Rachegelüste befriedigt waren, verfiel der Alte dem Wahn. Zu schwach, dem Dämonen als Gefäß zu dienen, wurde seine Seele verspeist. Ah! Jetzt erfahren wir tatsächlich noch, warum der Alte im Endeffekt gestorben ist und sich die Roben jemand Neues gesucht haben. Er war zu schwach, ein Gefäß zu sein. Ja, das ist tatsächlich so das, wo wir noch am meisten Lore, gerade bei den Erzdämonen, bekommen. Diese kleinen Einblendungen und halt die Zauber, die wir machen können. Und jetzt wollen wir zum Keilstein des alten Helden. Oh, oh, oh. Da fällt mir gerade noch ein. Wir haben den Keilstein des Menschenfressers, glaube ich, gar nicht gelesen, oder? Doch, Hammer. Gut. Gut. Doch, Hammer. Oh, jetzt dachte ich schon. Gut, Keilstein des alten Helden. Nach der Reinigung wurden die Toten dem von Sturmbestien begleiteten Sturmkönig geopfert, dessen Schwingen den Himmel verdunkeln. Und genau dem wollen wir uns jetzt stellen. Und das ist ein ziemlich cooler Bosskampf, wenn ich das mal sagen darf. Der Sturmkönig ist sehr besonders. Und ja, die Tatsache, dass ich jetzt mit 11.000 Seelen in diesen Kampf reingehe, lässt vielleicht schon vermuten, warum, dass ich etwas optimistisch bin, dass wir keine allzu großen Probleme mit Herrn Sturmkönig haben werden. Warum, werdet ihr gleich sehen. Und ich werde schon mal, ja, das machen wir mit dem Seelenstrahl. So. Wir werden gleich ein bisschen Magie brauchen. Ist nicht zwingend nötig, aber macht uns jetzt am Anfang schnell ein bisschen was einfacher. Und wir betreten die nächste Nebelwand. Das ist doch jetzt mal das erste Viech, von dem man sagen kann, das hat es wirklich verdient, als Dämon bezeichnet zu werden. Seht es euch an. Wir haben den Papi dieser dämlichen Speerschießer gefunden. Und ich werde jetzt versuchen, einfach mal so ein bisschen durchzurennen,
Denn ich will hier was ganz Bestimmtes haben und ich glaube, wir werden tatsächlich die Magie gar nicht brauchen. Als allererstes, beschäftigt euch hier echt nicht so viel mit den Gegnern. Holt euch lieber dieses Schwert hier hinten. Den Sturmgebieter. Und am besten auch gleich ausrüsten. Ich hoffe, ich habe die Stats dafür. Ja, ah, stimmt, das Ding hatte hier ja gar keine Stats. So. Und, ich will noch gar nicht großartig vorlesen, was der Sturmgebieter, hier für, zu so einer besonders guten Waffe macht. Ja. Ich zeig's euch einfach. Ja. Der Sturmgebieter macht gewaltig Wind. Und diesen Wind, das funktioniert nur in diesem Gebiet hier. Und diesen Wind können wir benutzen, um diese Rochen aus dem Himmel zu holen. Und nicht nur diese Rochen, sondern... Oh. Nein! Oh Gott! Warum gehe ich mit 11.000 Seelen hier rein? Ja, weil ich mir sicher bin, dass wir nicht sterben werden. Oh Gott. Ja. Ich hätte da nicht stehen bleiben sollen. Am besten ist es, man rennt an der Stelle dann zu einem ganz bestimmten Punkt. Den werde ich gleich zeigen, aber gut. Wir haben den Sturmgebieter, jetzt können wir es uns hier um einiges leichter machen. Oh. Also, sobald ihr den Sturmgebieter habt, die Cutscene kommt wieder. Und jetzt bleibe ich hier so ein bisschen am Eingang. Er selbst wird gar nicht so gleich am Anfang aktiv, sondern er schwirrt erstmal ein bisschen rum. Er wird aber auch noch näher kommen und uns angreifen. Ich empfehle aber jedem erstmal, die Rochen hier zu erledigen. Die sind nämlich nicht nur wahnsinnig nervig, sondern, stellt es euch vor, die können einen auch ganz schön schnell umbringen hier. So, und hier ist eigentlich eine sehr gute Stelle, um sich um die kleinen Rochen zu kümmern, weil hier schon mal sehr viele erstmal zu mir herkommen. Ja. Immer schön so ein bisschen erst den Speeren ausweichen, dann die Rochen attackieren. Mein Fehler war gerade, ich war wieder zu gierig. Ich wollte die Rochen besiegen, bevor sie Speere verschießen. Wie man gesehen hat, hat das nicht funktioniert. Und auch wenn es vielleicht so aussieht, da kommen nicht endlos viele von denen. Und jetzt kommt er selbst. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen, denn er verschießt mehrere Speere. Und die sind um einiges größer, wie man hier gerade sieht, und tun entsprechend auch um einiges mehr weh. Ich glaube, er verschießt gleich nochmal. Wir können jetzt schon einmal auf ihn drauf. Genauso besiegt man ihn nämlich. Schön mit dem Sturmbringer einfach mal drauf. Aber glaubt mir, es ist wirklich deutlich einfacher, wenn die kleinen Rochen hier schon erledigt sind. Er fliegt jetzt erstmal nochmal eine große Runde. Und so viele schwirren hier eh nicht mehr rum. Und es ist, ihr habt es gerade gesehen, eigentlich sollte man gegen die nicht kämpfen, wenn man da hinten steht, weil da kommt... Jetzt habe ich ihn aus den Augen verloren. Das war nicht gut. Ja. Man sollte immer so ein bisschen gucken, wo er ist übrigens. Jetzt lief es bei zwei Bossen echt unproblematisch und jetzt... Jetzt wäre ich... jetzt ist der Problem. Jetzt fange ich an, mir was einzubilden. Jetzt wäre ich hochmütig. So, hier kriegen wir übrigens extrem viele Wolkensteine. Der beste Punkt übrigens, um gegen ihn zu kämpfen, wenn ihr sagt, ihr wollt euch gar nicht darauf konzentrieren, seinen Sperren auszuweichen, ist hier so ein bisschen hinten im Eck. Hier schießt er zwar auch mit seinen Sperren und trifft auch das ein oder andere Mal, aber auch, ja. Wenn man sich hier so ein bisschen im Eck versteckt, hat man eigentlich nicht viel vor ihm zu befürchten und wir können einfach nach seinem Angriff hoffen, dass er nicht gleich wieder weg ist und ein bisschen Schaden kriegt. Wir können ihn tatsächlich auch mit Magie erreichen. Auch Pfeile sind denkbar. Aber es ist halt wirklich gedacht, dass man hier den Sturmbringer benutzt. Und deshalb tun wir das auch, weil das ist einfach hier die Waffe. Am besten das Ding beidhändig nehmen, macht ihm mehr Schaden. Und da ist noch ein kleiner Rochen. Wo kommst du denn jetzt her? Also bitte. So, einmal kurz wieder warten. Ihr müsst halt immer so ein bisschen gucken, von wo kommen die Speere. Beziehungsweise, von wo kommt er.
und dementsprechend dann halt dahin gehen, wo er euch nicht erwischen kann. So, komm, einmal noch. Lass mich dich treffen. Ja. Und das war der Sturmkönig. Kein schwerer Boss, wenn man nicht gerade denkt, man müsste es mit der ganzen Welt aufnehmen. Und er gibt einfach 4400 Seelen. Mehr als der alte Mönch und der Drachengott. Und wir kriegen die stürmische Dämonenseele und den reinen Wolkenstein. Und ihr müsst halt auch natürlich bedenken, man kriegt natürlich auch für jeden der kleinen Rochen, die wir besiegt haben, hier entsprechend Seelen. Also das hier lohnt sich richtig. Ist übrigens auch ein sehr guter Seelenfarmspot. Und ich glaube, ich kriege die Kristallechsen hier nicht mehr, oder? Doch, eine kriegen wir noch. Schön. Das ist total sinnlos, was ich hier mache, weil es eigentlich viel zu lange dauert. Aber hey, warum nicht? Jetzt wird sie noch sterben, oder ja? Okay, das hatte ich verdient, dass ich die nicht gekriegt habe. Aber ist ja egal. Hier kriegen wir jetzt mal kurz unsere Blutlache zurück und 80.000 Seelen. Hammer damit jetzt. So, hier gibt es noch eine sagenumwobene Heldenseele. Ich will nur noch mal kurz gucken. Ich glaube, hier gab es nicht so viel mehr, aber einmal kurz gucken. Leider, muss man sagen, hat das Schwert diese Mechanik hier mit dem Wind verschießen. Nur hier in diesem Gebiet. Ist aber an sich gar nicht so schlimm, denn diese Rochen, die übrigens irgendwo sonst wo immer ihre Drops dann liegen lassen, wie man gerade da hinten jetzt sehr schön sieht. Oder da oben, wo wir auch nicht rankommen werden. Oder auch da oben, wo wir überall nicht rankommen werden. Demon Souls und seine komischen schwebenden Items. Meist in den Dark Souls Spielen oder auch in Bloodborne ist es meistens so, dass nur irgendwelche zertrümmerten Kistenreste in der Luft rumschweben. Hier passiert das gerade in diesem Gebiet auch gern einfach mal bei den Gegnern. Und hier haben wir übrigens noch einen Tipp. Gegen den Sturm brauchst du ein himmelsspaltendes Schwert. Das hier ist natürlich wieder ein Entwicklerhinweis, der uns sagt, hey, hier liegt der Sturmbringer, holen und benutzt den mal. Natürlich wollen wir ihn an dieser Stelle auch nochmal kurz durchlesen. Legendärer Anderthalbhänder mit gezackter Klinge, benannt nach dem Sturmbändiger. Die Ahnen der Schattenmenschen sollen damit Stürme und Wolken des Himmels bezwungen haben. Die längst vergessene Klinge hat einen Großteil ihrer Macht eingebüßt. Doch eingesetzt im Monolithenwald, wo die Geister der Ahnen schlummern, könnte ihre alte Macht wiedererweckt werden, um den Himmel erneut zu bezwingen. Die Waffe ist eigentlich außerhalb dieses Gebiets ziemlich nutzlos, wenn man so möchte, weil klar, gegen den Sturmkönig hilft es viel, aber sie hat halt überhaupt kein Scaling und man kann auch kein Scaling drauf machen. Sie bleibt einfach immer so, wie sie ist. Und eigentlich ist halt echt auch nur ihr Zweck hier, den Sturmkönig zu besiegen. Und was halt auch noch, da ist noch ein Item. Ich glaube, ich kann das hier nicht einschlagen. Ah, ne, da hinten geht's rein. Was halt auch noch super praktisch ist, man kann hier halt auch ziemlich gut zum einen Wolkensteine farmen, weil diese Rochen Wolkensteine fallen lassen. Ah, hier gibt's noch heilige Pfeile. Für Leute, die den Sturmkönig mit dem Bogen machen wollen und denen die Pfeile ausgehen. Man kann diese Rochen hier, die respawnen jedes Mal wieder hier. Und man kann sie halt mit dem Sturmbringer super einfach erledigen. Kriegt zum einen ewig viele Wolkensteine und auch gut Seelen. So ist es nicht, also. Ist tatsächlich, wenn man sich die Mühe machen will, hier alle Rochen zu erledigen, tatsächlich eine deutlich effizientere Farmweise als den Sensenmann und mit Pfeilen zu besiegen. Geht deutlich besser. Muss ich sagen. Dass beim Sensenmann geht, ja, wenn man den entsprechenden Schaden macht, wahrscheinlich schneller, aber hier kann man eigentlich auch ganz mühelos. Man geht rein, Keilstein, alter Held, haut die Rochen um, geht zurück zum Keilstein, haut wieder alle Rochen um. Ist super zum Farmen. Ist natürlich auch ein bisschen gefährlicher als der Sensenmann, weil natürlich die Rochen entsprechend schnell mal ein bisschen eskalieren können, wie man ja gemerkt hat. So, ah ja, und wir haben noch einen reinen Wolkenstein, den wollen wir uns natürlich auch angucken. Extrem seltener reiner Wolkenstein. Wertet vor allem Schilde auf. Ein Erz, das Licht absorbiert und das Vermögen eines Schilds zum Blocken von Magie erhöht.
Schilde können von Wolkenstein maximal bis auf Stufe 5 verstärkt werden. Ja. Macht, glaube ich, was, Blitz- oder Wunderresistenz? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, war hier war es nicht gezeigt. Ich glaube, das zählte auch als Magieangriff, wenn man mit Wolkenstein verbessert, aber hat eine andere Art von Magieschaden gemacht. Das war irgendwie komisch, ich weiß es noch ungefähr. Aber verlangt da nicht zu viel von mir. Meistens setze ich mit den Waffen in Demon's Souls, gerade mit den Waffenveränderungen, setze ich mich meistens nicht so intensiv auseinander. Weil, ja. Erstens ist es echt umständlich in diesem Spiel. Und ja, es ist auch irgendwo nicht wirklich nötig. Muss man an der Stelle ja auch mal sagen. Feuer, Magie. Wenn man die beiden Waffenverzauberungen verstanden hat, der Rest ist eigentlich Spielerei. So. Ah ja, halt. Quatsch. Bevor wir jetzt wieder Seelen ausgeben, wir können natürlich auch wieder was aus der Seele des Windkönigs machen. Gucken wir mal schnell, wer da was zu bieten hat. Da. Die Magiebarriere. Schafft ein Kraftfeld um den Wirker, das Magie außer Kraft setzt. Dieses Wunder repräsentiert die Macht Gottes angesichts des Bösen. Eines der größten Wunder von allen hilft es all jenen, die auf rechtem Pfad wandeln. Ja. Auch wieder mehr so ein PvP-Ding, weil es bei den meisten Bossen nicht wirkt. Aber damit könnt ihr tatsächlich verhindern, dass andere Spieler Magie auf euch anwenden. Wenn ihr das platziert. Hat keine Mordsreichweite, aber ja, wenn man es im PvP möchte, kann man es mal benutzen. Nicht, dass das PvP in diesem Spiel noch existieren würde. Hier kann man tatsächlich nichts machen. Ich glaube, wir können noch einen anderen Zauber draus machen, auf den wir noch keinen Zugriff haben. Ich werde die Seele mal noch aufheben. So, dann können wir ja jetzt munter drauf losleveln. Also bis auf diesen kleinen Fail jetzt gerade bei den Rochen läuft es mit den Bossen eigentlich ganz gut. Ah, wir sind natürlich wieder am Leben, deshalb stimmen die TP nicht. Egal, ich möchte mal noch Kondition auf 20. Und vielleicht noch ein bisschen Magie für die zielsuchenden Kügelchen. Oder doch nochmal einen Punkt in. Wisst ihr was? Ich steck nochmal einen Punkt in Vitalität. Das mit den Rochen hat mich gerade schon ein bisschen fertig gemacht. Ich meine, klar, die haben mich niedergestaggert, aber trotzdem war das einfach ein bisschen viel Schaden. Aber das hätten wir auch mit mehr TP nicht überlebt. Nehmen wir mal noch schnell hier die legendäre Soldatenseele und auch die sagenumwobene Heldenseele. Dann haben wir sie weg. Dann reicht das nochmal für ein Level Up. Machen wir nochmal Kondition. Komm. Worauf man vielleicht, was ich jetzt gar nicht erwähnt habe beim alten Sturmkönig, so ein bisschen auch aufpassen muss, ist noch schnell Items einlagern. Ist tatsächlich die Tatsache, dass natürlich dieses Windverschießen ziemlich an die Ausdauer geht. Also man sollte so ein bisschen seine Ausdauer im Auge behalten. Nicht, dass man in einem ungünstigen Moment dann plötzlich nicht mehr blocken kann. Das kann einem auch schnell zum Verhängnis werden. Gerade wenn man nicht an diesem Spot, wo ich ja dann war, wo dieses eingestürzte Haus war, steht. Wo man halt echt ziemlich sicher zumindest vor dem Sturmkönig selbst ist. Für die kleinen Rochen zählt das natürlich nicht, weil deren Speere fliegen ja doch alles durch, was aus fester, massiver Materie besteht. Einfach, weil sie es können. Aber, ja, vom Sturmkönig selbst ist man da sicher. Sollte man aber meinen, man muss den Sturmkönig im offenen Feld besiegen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob er jetzt neue Items hat. Ob er uns das damit sagen wollte. Ich glaube tatsächlich nicht. Nee. War einfach nur ein Dialog von ihm. Okay. Ich nehme noch ein bisschen mehr zunehmender Mondgras. Die Zeiten des Sichelmondgrases sind vorbei. Richtig equipped. So, ja, ist das alles schon wieder gut. Schön. Dann würde ich sagen, noch ein Boss. Und zwar der schlimmste von allen. Wie es zu diesem Gebiet ja auch passt, erwartet uns. Ich werde mich nochmal kurz vor dem nächsten Part umbringen.
Und dann werden wir den letzten Boss besiegen, bevor es wieder zum Boletarischen Palast geht. Da gibt es entsprechend noch mehr zu tun. Ja, und damit würde ich sagen, hoffe ich mal wieder, dieser Part hier hat euch gefallen. Und ihr schaltet das nächste Mal ein, wenn wir uns dem letzten Boss, dem letzten Erzdämon, so muss man sagen, dem letzten Erzdämon stellen. Und uns dann mit sehr großen Schritten schon zum Finale bewegen. Ich hoffe, nein, ich hab schon gehofft. Ich sag für heute Tschüssikowski, euer Pagu.